Hallo, liebe Pilzfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzporträt. Heute geht es um den rotbraunen Milchling. Der rotbraune Milchling ist ein Symbiosepilz, der vor allem in Nadel- und Nadelmischwäldern gefunden werden kann. Die bevorzugten Symbiosepartner sind die Fichte und die Kiefer. Seltener kann die Art aber auch Partnerschaft mit Buchen oder Birken eingehen. Der rotbraune Milchling bevorzugt feuchtere, moosige Stellen und kann in der Regel vom August bis in den November hinein gefunden werden. Hauptsaison hat die Art aber im September und Oktober. Der rotbraune Milchling ist für uns kein Speisepilz. Die Art kann zwar durch bestimmte Zubereitungsarten wie Wässern oder Silieren verzehrbar gemacht werden, solche Zubereitungsarten sind aber eher in Osteuropa und nördlichen Ländern verbreitet und im deutschsprachigen Raum kaum bekannt. Der rotbraune Milchling besitzt extrem scharfe und aggressive Milch. Die Milch ist so scharf, dass häufige Geschmacksproben zur starken Reizung von Lippen und Rachen und so zum Beispiel zu Lippenbläschen führen können. Vor allem empfindliche Personen sollten die Geschmacksprobe beim rotbraunen Milchling daher lieber vermeiden. Der rotbraune Milchling erreicht einen Hutdurchmesser von bis zu 12 cm. Die Hutoberseite ist dabei rotbräunlich gefärbt. In der Hutmitte befindet sich bei jungen Fruchtkörpern häufig ein kleiner Buckel. Der Hut ausgewachsener Fruchtkörper ist hingegen flach. Die Hutform fällt trichterartig aus und der Hutrand ist meist eingerollt. Insgesamt fällt der Hut häufig etwas uneben aus. Auf der Hutunterseite befinden sich beim rotbraunen Milchling cremerötlich bis hellfleischfarbene Lamellen. Die Lamellen sind am Stiel angewachsen und laufen dort auch etwas herab. Bei Verletzung sondern die Lamellen unveränderliche, weißlich gefärbte und extrem scharfe Milch ab. Das Sporenpulver ist cremeweißlich gefärbt. Der Stiel des rotbraunen Milchlings ist meist etwas heller als der Hut gefärbt. Insgesamt fällt aber auch die Stielfarbe meist rotbräunlich aus. Der Stiel ist jungvoll und im Alter hohl. Das Stielfleisch ist außerdem relativ brüchig. Das Fleisch des rotbraunen Milchlings ist zwar ebenfalls ein bisschen rotbräunlich-stichig gefärbt, insgesamt aber eher weißlich. Das Fleisch ist außerdem fest und relativ spröde. Der Geruch des rotbraunen Milchlings fällt pilzig bis harzig aus. Die Geschmacksprobe fällt beim rotbraunen Milchling zwar zunächst mild, wird nach einigen Sekunden aber extrem scharf. In der Literatur wird oft beschrieben, dass die extreme Schärfe erst nach einer Minute eintritt. Bei unseren Funden dauert der Umschlag von mild zu extrem scharf aber in der Regel nie länger als 30 Sekunden. Zu den typischen Verwechslungspartnern gehören beim rotbraunen Milchling die verschiedensten potenziell ebenfalls rotbräunlich gefärbten Milchlinge, wie zum Beispiel der Kampfermilchling, verschiedene dunklere Farbvarianten des Milchbrätlings oder auch Arten wie der süßliche Buchenmilchling oder auch der Eichenmilchling. Ein wichtiger, weniger offensichtlicher Bestimmungsfaktor bei den verschiedenen Milchlingen ist neben dem Geschmack der Milch auch der Geruch. Während der rotbraune Milchling einen pilzig bis leicht harzigen Geruch besitzt, besitzt der Kampfermilchling zum Beispiel einen pilzig-würzigen Geruch mit einer eindeutigen Liebstöckel, also Maggi-Komponente. Die verschiedenen Milchbrätlingsvarianten besitzen dazu im Gegensatz alle einen angenehmen Fischgeruch, der gerne mit dem Geruch nach Heringslake umschrieben wird. Der Eichenmilchling und auch der süßliche Buchenmilchling besitzen wiederum einen eher ungewöhnlichen, aber doch sehr eindrücklichen Geruch nach Gummi oder Blattwanzen. Neben dem Aussehen und dem Geschmack der Milch und dem Geruch spielt auch das Habitat des Fundes eine wichtige Rolle. So kann zum Beispiel der Eichenmilchling nur in Kombination mit Eichen gefunden werden. Insgesamt ist die Bestimmung von rotbräunlich gefärbten Milchlingen nicht immer einfach und es sind somit, wie beschrieben, möglichst viele Merkmale, also vom Aussehen der Fruchtkörper über die Farbe und Farbveränderung der Milch bis zu Geruch und Geschmack, ja, und letztendlich auch das Habitat des Fundes in die Bestimmung mit einzubeziehen.
Ja, so viel also zum Thema rotbrauner Milchling. Wirklich schon fast eine heimtückische Art, ja, wenn man die Geschmacksprobe bei der Milch durchführt, die dann erst so ein bisschen wirklich angenehm mild schmeckt. Ja, und plötzlich, wie wenn einen der Blitz trifft, schwingt es um und ist dann extrem scharf. Ja, zum Abschluss von diesem Pilzporträt gibt es wie gewohnt nochmal Detailaufnahmen der Art. Da könnt ihr euch die Merkmale nochmal anschauen und sie euch einprägen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.